Grüß dich und willkommen zur Top-Herausforderung im Dunst der 6. am 18.07.2024 auf der Gata-Erosion Schwierigkeitsstufe Mittel. Und das sind die Regeln: Du darfst nur einen Affen platzieren, das 100.000 Affendollar Stadtgeld ein Stadtleben. Das Ganze erstreckt sich über zwei Runden und das Affenwissen ist hier deaktiviert. Okay, los geht's! Vier Affen stehen dir hier zur Verfügung und es gibt hier tatsächlich auch unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten. Ich zeig dir die einfachste. Nimm zuerst mal einen Bumerang-Affen, platziere deinen dahin. Ich platziere meinen hierhin, weil ich möchte, dass die Moabs ins Bild kommen, sonst würden die nicht einmal so recht auf dem Bild erscheinen. Okay, mach als Verbesserung 2-0 und die Stufe 5 auf der letzten Reihe. Jetzt kannst du dein Spiel erstmal schnell laufen lassen. Hier kommen zuerst gepanzerte Moabs und am Ende, glaube ich, insgesamt 6 gepanzerte BFBs. Unser Bumerang-Affe macht sie wirklich lockerlässig platt. Okay, da sind doch ein bisschen mehr als 6. Auf jeden Fall werden die ständig zurückgedrängt und nach zum Platzen gebracht. Wenn der letzte BFB zum Platzen gebracht worden ist, musst du dein Spiel langsam laufen lassen. Mach dich bereit, sofort einen Ninja hier an diese Stelle zu platzieren. Mach erstmal die Stufe 5 Verbesserung auf der letzten Reihe und dann machst du die Stufe 2 Verbesserung auf der ersten Reihe. Der Ninja macht mit seiner Mine, glaube ich, Klebmine, genau, macht er die BFBs, nee, DDTs macht er platt und die Keramikblumen, die da hervorkommen, werden dann durch diese Bombe ständig gestoppt und nach zum Platzen gebracht. Okay, das ist der Sieg. Ich bekomme hier 90 Affendollar und einen Reißnagelwerfer mit 0,13. So stimmt's. So, das war's. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Ende und aus.